Katzenhaus, Hartholz, Diele, Leder. Das ist ja Pillepalle. Muss ich das hier bauen? Vermutlich nicht, dann wohl eher hier. Okay. Wo soll man das aufbauen? Mitten in der Stadt, okay. Aber wenn man das Katzenhaus auch bei uns zu Hause bauen kann, dann heißt dann Umkehrschluss automatisch. Wir werden später auch wieder Haustiere haben. So. Bildrommel. Avi, ich würde dir noch eine Kiste abkaufen. Danke dir. Ja, und das Katzenhaus auf. Well, looky there. That there's a cat house if I ever seen one. All we can do now is hope that this improves Banjo's condition. Thanks a lot. We'll make a critter lover out of you yet. Er freut sich. Müsste noch ein bisschen weicher drin sein. Aber sonst freut er sich. Das ist doch schon schön. Oh, so viele Errungenschaften. Need something? Howdy! See ya! Kann ich mit dir interagieren? Ich muss also nicht aufleveln, okay. Okay. Dann können wir in die Stadt rübergehen wieder, weil wir haben keine weitere Quest. Das müssen wir sammeln, das Ding kommt gerade nicht hier, es ist auch noch nicht fertig gewachsen. So. Da brauchen wir auch Revolvermunition liegen. Nehme ich gerne mit, gar keine Frage. So, und dann gehen wir nach da hinten und bei den Bullen wieder weiter. Nach dem Teleskop. Wie gesagt, keine Ahnung, wie lange die Alpha geht, wie weit wir noch müssen. Um das Ende der Alpha zu erreichen. Aber mal gucken. Ich meine, dadurch, dass wir schon fast alles voll geskillt haben, denke ich mal, wird die Alpha gar nicht mehr so weit gehen. Aber wir schauen mal. Da ist eine Kiste oben drauf. Jagdboy Fotorahmen, okay. Bringt uns das was fürs Haus? Großformatiger Fotorahmen. Bringt uns überhaupt nichts. Schade. Was ist denn hier? Ist hier nur Müll oder was ist das? Rohmineralien, was ist denn das? Ich bin einfach neugierig. Marmor? Graphit! Das muss mit. Das müssen wir mitnehmen. Ein Plastikmüllhaufen. Okay, Plastikschrott, Kunst.
Okay, das nehmen wir erstmal schnell mit. Was ist das da drüben? Wer ist das da drüben? Diese Kängurus? Bist du böse? Ein Boxerschwein. Enzyklopädie hinzugefügt. Moment, guck mal rein. Ein Boxerschwein. Dieses starke Känguru will gegen jeden kämpfen, den es sieht. Sein Wortschatz ist voll von Kampfwörtern. Er trägt seinen Gürtel, den es durch die harte Arbeit seiner Fäuste gewonnen hat. Okay. Befreien Pinguine durch die Wüste. Sind das Pinguine? Was seid ihr? Nervteufel. Guck mal her. Musste ich mal leider platt machen. Gucken wir uns nochmal Nervteufel an. Nervteufel. Hübsch, smoking-tragende dünnen Dünenrutscher. Diese kleinen Kerle sind freundlich, wenn sie nicht provoziert werden. Ja, ich habe die jetzt auch nur geklatscht, weil einmal haben. Mehr hatte das nicht für einen Grund. Was ist denn das Blaue? Lapis. Wieso nehmen wir auch mit? Das Graphit würde ich jetzt eigentlich gerne. Ach komm, wir nehmen es noch mit. Noch das. Wir wollen jetzt eigentlich ja da rein. Wir wollen noch ein bisschen runtergehen. Wenn ich jetzt alles da wieder reinballer, hier geht's nach oben. Moment. Ich lasse mich immer ablenken, ja, ich weiß. Ich sag ja, die Ausdauer ist mir echt zu wenig. WTF, was ist das? Der Turm sieht auch noch anders. Okay, dieser Kran hat da natürlich auch was zu bedeuten. Bin ich noch vor? Ach, hier war die Seilgondel, wo wir rüberfahren wollten. Alles klar. Wir können bestimmt auch wieder in Gang setzen. Revolver-Munition, okay. Wieso ist das hier? Das Tor war nicht umsonst offen. Ich gucke jetzt einfach gerade nur, ob hier noch irgendwas ist. Nicht, dass hier noch irgendwas zu looten ist und wir sehen das nicht. Okay, wir rennen in der Luft. Wir kommen bei der Alpha.
Weil man nicht damit rechnet, dass man hier vielleicht jemand auf die Idee kommen könnte, hier rumzukrabbeln. Ja, der hat noch nicht mit Rolle gespielt. Na gut. Jetzt gehen wir nochmal rein. Nicht immer ablenken lassen, wenn einem möglich. Etage 4 rein. So, hier waren wir schon. Hier müssen wir jetzt hin. Mikrochip. Krabbelt. Guten Morgen, Daniel. Herzlich willkommen. Wie lange müssen wir durch? Nichts weiter hier. So, nächste Etage. Hier könnte vielleicht was dahinter sein. Oder auch nicht. So, was haben wir hier Schönes? Ein Fasergewebe. Können wir hier bleiben. Das ist eine Etage tiefer. Also wahrscheinlich dann auf der Seite. Hier im Berg. Okay. Kreuzankerteil. Was ist das für ein Geräusch? Es muss irgendwas sein, was sich bewegt. Ein Steinadlerstück. Wir gucken erstmal außen rum hier. Okay. Lass gerade mal hier die Rohstoffe wirklich liegen. Ich bin jetzt in erster Linie darum geht. Ich höre Strom, ich sehe aber keinen. Gut, da geht's wieder raus. Ich gucke mal kurz hier lang noch. Experten-Toolbox.
Wir haben keine Ausdauer mehr, wir müssen hier zurück. Gut. Und dann gehen wir wieder um. Hä? Ach ja, so. Jetzt können wir den ganzen Weg zurückrennen. Yay. Weil jemand immer noch keine Nähmaschine gebaut hat. Ich sage euch nicht, wer. Aber irgendjemand hat das immer noch nicht getan. Oder noch nicht erforscht. Na gut. Wir müssen nur aufpassen, nicht, dass der Zug von hinten kommt. Und sie uns einfach wegrotet. So, gleich sind wir wieder zu Hause. So. Dann gucken wir nochmal durch das gesamte Inventar, ist was so rumliegt. Das müssen wir auch noch machen, sehe ich gerade. So, einmal raus. Einmal wieder auffüllen. Einmal raus. Einmal wieder auffüllen. Vollschrott schließen wir dann an. Wunderbar. Gibt es hier noch was, was wir herstellen können? Die Bronzerohre, die ich gerne herstellen wollen würde, kann ich nicht herstellen. Weil ich zu wenig. Habe. Halt. So, passt. Und alles einsortieren erstmal. Wir hatten dann noch diese Truhe. Also das Bild bringt uns überhaupt nichts, würde ich jetzt dann gar nicht hinhängen wollen. Aber wir haben die Truhe. Und die wäre jetzt für mich Relikte 2. Ich weiß ja nicht, ob die zusammensortiert. So, Relikte 2. Ich sehe ja, glaube ich, auch keinen Steinadler drin. Dann passt das so. Das würde ich zu Ärzte machen. Das kommt zu Stoffe. Das ist Plastik, das sind Ressourcen. Chemie. Was haben wir noch? Passt das mal dazu? Okay. Dann ernten wir nochmal fleißig. Und der Ton geht gerade flöten, ihr hört's. Ihr wisst, dass das heißt, dass wir noch mal kurz neu starten müssen. Weil gerade wieder der Ton flöten geht. Ich freue mich jetzt gerade hier noch schnell die Quest durchzumachen. Also jetzt der Ton wieder gefangen? Nein. Krackelt immer noch. Wo ist ein Wasser?
Wenn ich jetzt blind werde, noch irgendwas, aber wir müssen uns eine Weile nicht, dass uns das Spiel wegschmiert. Da. So. Ich weiß, das klingt jetzt gerade richtig fürchterlich. Es tut mir auch leid. Aber ich kann es gerade nicht ändern. So. Okay. Mal ganz kurz zum Pflanzen gehen. Das Problem, ich kann jetzt nicht wirklich zwischenspeichern. Wir machen das mit dem Tagesspeichern. Achso, ich glaube dieses Tab-Speichern, ne? Aber wir machen das, wir gehen schlafen und dann kurz Cut und. Willst du mich jetzt verarschen? Jetzt hast du dich wieder eingekriegt oder was? Na gut, wir probieren es weiter. Dann scheint jetzt ja wieder alles in Ordnung zu sein. Okay. Nein, ich ernte euch jetzt nicht. So, was haben wir hier Schönes? Rathaus. Lieber Roller, ein großes Dankeschön nochmal, dass du eine Umfrage für vor einer Weile beantwortet hast. Scheint, als seien viele Leute echt gestresst. Also wollen wir eine coole Sache bauen, auf der jeder spielen und jeder die genießen kann, aber wir brauchen deine Hilfe. Geh bitte bei nächster Gelegenheit zum Rathaus. Okay. Elsie. Lieber Roller, Banjo zeigt sich in seinem neuen Zuhause gut zurechtzufinden. Ich habe in der Stadt herumgeschnüffelt und keine Anzeichen des alten Banjo-Verhaltens gefunden. Ich denke, wenn ihn jetzt jemand adoptieren würde, würde er sich wirklich gut benehmen und nicht mehr so eine Biowaffe sein. Nur etwas, das man bedenken sollte. Tabby Beats Donald. GBVS. Gefährdende Bürger von Sandrock. Geschrieben von Burgess. Bearbeitet von Heidi. Sicherheit hat in jedermanns Leben Priorität, aber hier in Sandrock, der wilden Grenzstadt, muss man sich von ein bisschen mehr anstrengen, um die Sicherheit aufrechtzuerhalten. Die meisten von uns tun, was man ihnen sagt, räumen hinter sich auf und benutzen nicht übermäßig viel Toilettenpapier. Aber es gibt immer noch welche, die davon abweichen. Diejenigen, die große Bissen, Spaghetti essen und sich die Tomatensauce über das ganze Kinn laufen lassen, mit offenem Mund kauen und rebellisch lächeln. Und wenn du sie bittest, die Soße wegzuwischen, das sagen sie verschmitzt nein. Es gibt Leute, die ihren Kopf rücksichtslos in unsere Hase tauchen und allen Mineralien in ihre Haaransätzen aufsaugen, ohne Rücksicht auf unsere Enten und durstigen Kinder. Diejenigen, die ihr Jagdmehl sogar ans unpassende Stellen abstellen, diese Leute werden von der Kirche als Risikobürger von Sandrock oder GBVS bezeichnet. Aber diese Abweichler sind keine verlorenen Seelen. Viele von ihnen wollen keine GBVS sein. Auch du kannst zum Kampf gegen die GBVS beitragen, indem du ihnen hilfst, ihr Verhalten zu ändern. Der erste Schritt zur Heilung der Krankheit ist, die Symptome zu erkennen. Identifizierung eines GBVS. Erstens, überprüfe, ob die Person Pizzasauce am Kinn oder auch anderswo an sich hat. Zweitens, ist der Kopf der Person gerade in die Oase eingetaucht. Drittens, scheint die Person Regeln und die Gesellschaft im Allgemeinen zu missachten. Wenn du ein oder mehrere dieser Fragen mit Ja beantwortest hast, hast du es vielleicht mit einem GBVS zu tun. Aber keine Panik, ein GBVS kann Angst riechen. Deine erste Priorität ist es, Dominanz zu zeigen. Wenn du eine Jacke oder andere lose Kleidungsstücke trägst, versuche die so zurechtzuzupfen, dass du größer wirkst als du es normalerweise wärst. Zum Beispiel, indem du den Reißverschluss deiner Jacke öffnest und sie wie Flügel zu deinen Seiten hinaus ausziehst. GBVS sind leicht einzuschüchternde Kreaturen. Wenn du nicht in der Lage bist, dich zu vergrößern, klettere auf den nächstgelegenen hohen Gebäude und schreie sie von oben an. Im schlimmsten Fall musst du vielleicht auf den einen Kaktus klettern. Kämpfe dich durch den Schmerz. Der nächste Schritt besteht darin, die Person mit Schuldgefühlen zu konfrontieren. Frage sie Dinge wie: Was würde deine Mutter denken, wenn sie dich mit all der Pizzasauce im Gesicht hören würde? Und findest du es wirklich cool, dich die ganze Zeit wie ein Rebell zu benehmen? Wenn diese Verhandlungen scheitern, ist es am besten, die Situation einfach zu entkommen. Lass dich nicht weiter auf die GBVS ein. Es ist möglich, dass sie dich auf die dunkle Seite ziehen. Und das ist einfach eine schlechte Nachricht. Obwohl, auf der dunklen Seite gibt's Cookies. Vergesst das nicht. Geht. Gehe zum Rathaus. Wir haben kein Wasser mehr.
Wir haben kein Wasser mehr. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Morgen. Ich gehe ins Bett. Dann schlaf schön, Emser. Schönen gute Nacht. Und einen wunderschönen guten Abend, Iris Serafa. Vielen Dank für euren Raid. Herzlich willkommen hier im Stream. Schön, dass ihr da seid. Alles Holzschrott. Hat noch was angefangen ist, was man dranhängen kann. Das braucht man. Gut, Stahl. Heute echt kurios, was hier heute alles im Stream los ist. Finde ich cool. Bronze können wir noch nicht machen. Aber dich kann ich noch machen. Halt. Wunderbar. Einmal alles rein. Hallöchen, Iris Surfer. Einen wunderschönen guten Morgen, gute Nacht, wie auch immer. Vielen Dank für euren Raid. Wir machen noch schnell nochmal die Tagesquest. Hier liegt kein Müll rum. Sehr vorbildlich. Gerne, gerne. Ist doch schön. Und was habt ihr gerade so Schönes gemacht? Dass ihr jetzt hier vorbeikommt. Also lange werden wir heute auch nicht mehr so machen. Kunststoff. Nehmen wir mit. Die Dinger konnten wir mitmachen. Und dann würde ich fast sagen, wir nehmen die Magan-Stahlbahn. Nee. Wir haben The Night of the Rapid gespielt. Ein Point and Click. Ist mir ein Begriff. Ist mir ein Begriff. Habe ich selbst nie gezockt? Aber ich mag selbst Point-and-Click-Adventure sehr. So, ich spiele mir ja meist. Das ist richtig, das kennt nicht jeder. Weißt du, ich habe irgendwie Lust, etwas mit Reis zu kochen. Hast du eine Idee, Rezept? Ja, ich dachte. Auf jeden Fall sehr lustig. Wir spielen ja auch Point-and-Click-Adventures, gerade vor allem im Bereich des, wenn wir im Kiro streamen, also wenn ich hier mit Kim zusammensitze und wir gemeinsam zocken, in dem Zusammenhang spielen wir dann gerne mal solche Games. So, fünfmal Metall Manganstahlbahn. Wolfi ist schon wieder am Flauschen mit allen anderen. Aber ja, herzlich willkommen. So, 12 Nägel. Wir müssen dann Nägel herstellen. Können wir Nägel herstellen, bitte mal? Müssten nur mal Sparbahn dafür haben. Alles klar. Gut, wir bringen die beiden Quests weg. Und dann geht's weiter Richtung Storyline.